Herzlich willkommen in Antwerpen, liebe Reisefreunde. Bei einer Tour mit dem Wohnmobil durch Belgien ist natürlich auch die nördlich von Brüssel gelegene jahrhundertealte Stadt Antwerpen Pflicht. In diesem Video stelle ich euch den nahe der Altstadt gelegenen City Camping Antwerpen vor und natürlich die mittelalterliche Stadt selbst. Bitte beachtet, dass der Platz in der Umweltzone von Antwerpen liegt. Um ein Bußgeld zu vermeiden, informiert euch vorher und registriert euer Fahrzeug auf der Webseite. Der empfehlenswerte kleine Campingplatz liegt nur einen Katzensprung vom Stadtzentrum entfernt. Der gemütliche Platz eignet sich für den Aufenthalt mit Wohnmobil, Wohnwagen und auch Zelt. Gut zu wissen, ihr könnt euren Aufenthalt auch vorher rechtzeitig auf der Homepage des Platzes reservieren. Macht das auf jeden Fall rechtzeitig vorher, der Platz ist klein und hat nur begrenzte Kapazität. Der empfehlenswerte Platz bietet eine ideale Ausgangslage, um die schöne Altstadt zu besuchen. Von hier bis zum Grote Markt in der Altstadt sind es circa 3 Kilometer. Um die Altstadt zu erreichen, gilt es zuvor, den Fluss, die Schelde, zu überqueren. Das ist mit der kostenlosen Fähre für Fußgänger und Radfahrer möglich. Alternativ zur Fähre befindet sich ein kleines Stück weiter der Sint-Anna-Tunnel. Hierbei handelt es sich um einen denkmalgeschützten Fahrrad- und Fußgängertunnel, der im Zentrum die Schelde unterquert. Am anderen Ufer angekommen ist es nicht weit bis zum Grote Markt, dem zentralen Platz in der Altstadt. Den werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Zuvor mache ich allerdings noch eine Runde mit dem Fahrrad rund um Antwerpen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das auch auf jeden Fall. Auch hier am Fährterminal oder an verschiedenen Punkten könnt ihr euch günstig ein Fahrrad für die Stadtbesichtigung ausleihen. Die belgische Hafenstadt Antwerpen hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Wandel vollzogen. Rund um historische Werften schießen coole Cafés, beeindruckende Museen und spannende Gastronomie aus dem Boden. Lasst euch das Hafenviertel, das Eilandje, nicht entgehen. Es macht viel Spaß, Antwerpen mit dem Fahrrad zu erkunden. Überall, wirklich überall gibt es Radwege. Und auch die Antwerpener sind gefühlt nur mit dem Zweirad unterwegs. Hier in der charmanten belgischen Stadt gibt es viel zu sehen. Das historische Zentrum samt Grote Markt und Liebfrauenkathedrale gehört natürlich zum Pflichtprogramm. Thank you.
Der Grote Markt ist das pulsierende Herz des historischen Stadtzentrums. Das auffälligste Gebäude am Grote Markt ist das im 16. Jahrhundert erbaute Rathaus. Das Gebäude wurde offiziell von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Aber auch die auffälligen Häuser rund um den Markt sind sehr schön anzuschauen. Es sind die Zunfthäuser. Sie gehörten einst mächtigen Organisationen an, wie den Zünften und Handwerkern. Um die Schönheit des Grote Markts langsam auf sich wirken zu lassen, sucht man sich am besten einen Platz in einem der vielen Straßencafés und genießt einen leckeren Snack und ein Getränk. Im Sommer ist dies einer der besten Orte, um den Glockenspielkonzerten zu lauschen. Liebe Reisefreunde, es lohnt sich absolut, die schöne belgische Stadt Antwerpen zu besuchen. Und wie ihr seht, ist das auch mit dem Wohnmobil sehr gut möglich. Ich habe euch ja noch weitere Highlights Belgiens versprochen und die kommen natürlich auch. In dem nächsten Video geht es nach Gent und Brügge. Bis dahin habt eine gute Zeit und bis bald.